Hallo und einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich dir. Heute möchte ich dich dazu einladen, mal ein Wörtchen aus deinem Sprachjargon zu streichen, das oftmals mit Schwere verbunden ist, mit Druck, und das zu ersetzen durch ein anderes Wörtchen, das Leichtigkeit und Freude reinbringt oder zumindest ansatzweise Freude. Mit der Leichtigkeit ist ja auch schon mal ein großer Schritt in Richtung Freude getan. Und zwar ist das das Wörtchen muss. Wie oft sagen wir, ich muss jetzt noch schnell einkaufen, ich muss jetzt noch schnell die Wohnung in Ordnung bringen, ich muss jetzt zur Arbeit, ich muss jetzt die Wäsche bügeln, ich muss jetzt meine Tochter im Kindergarten abholen oder ich muss jetzt noch dort und dort anrufen, ich muss noch dies und jenes erledigen. Und dieses Wörtchen muss. Fühl mal hinein. Schließ gerne mal ganz kurz die Augen. Wir machen mal eine ganz simple und einfache Übung. Schließ mal deine Augen, atme mal und fühl mal hinein und lass mal dieses Wörtchen oder diesen Satz vielmehr auf dich wirken. Ich muss die Wohnung sauber machen. Ich muss die Wohnung sauber machen. Fühl mal, wie sich das anfühlt. Also wenn du jetzt nicht gerade ein ganz, ganz großes Faible fürs Putzen hast, dann ist das wahrscheinlich mit Druck und mit Schwere verbunden. Und jetzt ändern wir mal diesen Satz mit den Wörtchen, ich darf die Wohnung putzen. Wie fühlt sich das an? Ich darf die Wohnung säubern. Da atmet man schon mal ein bisschen auf und da ist schon mal ein bisschen Leichtigkeit drin, stimmt's? Das kannst du mit jedem Satz, den du künftig sagst, immer wenn dir bewusst wird, ich muss das, ich muss das, ich muss das, wandeln in ich darf das, ich darf das, ich darf das. Schau mal, du musst gar nichts. Du musst nicht deine Wohnung säubern. Die Frage ist, willst du in einer unordentlichen oder schmutzigen Wohnung leben? Du musst nicht die Wäsche bügeln. Die Frage ist, möchtest du deine Blusen zerkrumpelt anziehen und aus dem Wäschekorb rausziehen oder möchtest du lieber alles schön geordnet im Kleiderschrank haben? Du musst die Toilette nicht putzen. Die Frage ist, willst du eine saubere Toilette haben oder ja, eine schmutzige? Du musst auch nicht zur Arbeit fahren. Steht ja morgens niemand da und hält dir die Pistole an den Kopf, du fährst jetzt dahin. Sondern du hast ja auch diese Realität im Außen erschaffen, diese Arbeitsstelle, und deshalb fährst du dahin. Derjenige, der dir da vielleicht noch Druck macht, das bist du selbst. Wenn du eine Arbeitsstelle zum Beispiel hast, die dich nicht befriedigt, wo du unglücklich mit bist, wie das bei mir ja auch mal war, wo ich morgens so oft gedacht habe, als ich im Stau gestanden habe, würde ich in diese Firma fahren, wenn ich jetzt kein Geld dafür bekommen würde? Kam ein ganz klares Nein. Und das war mein Indiz dafür zu sagen, okay, ich arrangiere mich jetzt noch mit dieser Stelle in dieser Firma und schaue parallel dazu, dass ich meinem Herzen folge und immer mehr von den Dingen mache, die meinem Herzen wirklich entsprechen. Und habe mir ja dann so eine andere Realität erschaffen. Und das kannst du, wenn das bei dir ähnlich sein sollte wie bei mir, ebenso wie ich. Auch wenn du jetzt den Weg noch nicht genau dahin kennst, der Weg ist das Ziel. Da geht es einfach mal darum, eine Entscheidung zu treffen. Ich begib mich auf meinen Herzensweg. Wie finde ich meinen Herzensweg? Es ist immer ganz wichtig, dass man sich die richtigen Fragen auch stellt an das Universum. Sagt immer, dein Wunsch ist mir Befehl und gibt dir Antworten dazu. Also streich dieses Wörtchen muss aus deinem Sprachjargon weitestgehend, immer wenn du merkst oder gemerkt hast, ich muss dies oder jenes, ersetze es mit dem Wörtchen ich darf. Das bringt ganz viel Leichtigkeit schon mal in deinen Alltag. Nicht von jetzt auf gleich, aber auf Dauer. Du wirst es merken, du wirst es spüren. Und ersetze das so viel wie möglich mit ich darf und mach dir bewusst, dass du überhaupt nichts musst. Okay, ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Bis morgen. Tschüss.